Hast du schon mal etwas über jemanden verbreitet im sozialen Netzwerk? Nein. Nicht wirklich. Nein. 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 Wurde schon mal über euch etwas im Internet verbreitet? Nein. 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 Auch nicht. Ja, also nicht so was Schlimmes, aber es wurde ohne meine Erlaubnis verbreitet, aber im Endeffekt war es dann egal. Wie würdet ihr jetzt damit umgehen, wenn jemand irgendwas Schlechtes über euch verbreitet im Internet? Ich würde es wahrscheinlich mit Humor nehmen. Ja, erstens einmal kommt es darauf an, was es ist überhaupt, also was derjenige verbreitet. Und ansonsten, ja, ich würde erst einmal mit ihm reden, dass er das löscht. Und wenn nicht, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Ich würde mich irgendeiner Person anvertrauen und erst einmal mit der sprechen oder irgendwie mit meiner Familie, weil die versteht mich ja am besten, oder Freunden. Und ja, und dann würde ich mich also irgendwie mit der Person, also die mich jetzt mobben wird, in Kontakt treten und ihr sagen, dass sie damit aufhören soll oder so. Ja, bei mir dasselbe. Also es war, wie gesagt, nichts so was Schlimmes. Und ich habe halt dann, wie gesagt, das mit Humor genommen relativ. Und ich bin ja einer, der eigentlich, dem eigentlich egal ist, was einer über einen denkt. Und da es nur mein Freundeskreis weiß und denen das ja auch egal ist, es war nicht so schlimm. Warum kommt es zu Cybermobbing? Ja, wenn sich zwei Personen nicht mögen oder irgendwie einer auf den anderen eifersüchtig ist und ihn dann bemault einfach. Ja, vielleicht, wenn jemand nicht in eine Gruppe reinpasst oder so, dann auch. Also ich glaube, dass es ähnlich ist wie früher, nur also dass halt einer der Außenseiter ist, der den anderen nicht ins Bild passt und dadurch wird er halt gemobbt. Oder es ist einfach eine Langeweile. Es gibt ja Leute, denen einfach eine Langeweile ist und die deshalb auf Leute einhacken. Und der Unterschied ist halt im Cybermobbing, dass man zum Beispiel früher musste man irgendwie ein bisschen... Also Autorität ausstrahlen, das muss man aber im Netz nicht. Ich nehme an, weil zum Beispiel Menschen, zum Beispiel wie es in Graz der Fall war, sie Nacktfotos verschicken oder im Internet verbreiten. Es kann teilweise in falsche Richtungen gehen, wenn Leute sich absichtlich lächerlich machen, wenn sie lustig sein wollen oder wenn sie einfach nicht merken, was sie schreiben, posten oder sonstiges. Und wie könnte man das vermeiden? Bei Facebook zum Beispiel geht es ganz einfach, da muss man einfach Leute blocken. Dann können die einen ja eh irgendwie nicht mehr nerven, was ich mich halt erinnern kann. Ja, und sonst kann man eh nicht, oder sich von Facebook abmelden, sonst kann man nicht viel machen. Ja, dass man einfach, also, keine Ahnung. Warte. Ich glaube, das geht nicht, dass man es vermeidet, weil... Wenn man es meldet und tausendmal meldet, wirst du höchstens für 30 Tage gesperrt und danach kann man es eh wieder machen. Indem man private Sachen im Privatleben behält und nichts für jeden zugänglich machen lässt. Ich sage mal, es ist teilweise fast nicht zu vermeiden, wenn Leute einfach, wenn ich sage jetzt einmal zum Beispiel, wenn man vom Aussehen ausgeht oder so, dann kann man das einfach nicht vermeiden, weil die Leute werden reden und so. Und ich finde... Ja, man kann es fast gar nicht vermeiden.